Jo Leute, was geht? Willkommen zum Video meines ersten Profi-MMA-Kampfes. Ihr habt ein oder zwei Tage vorher das Video zu meinem Weightcut für den Kampf gesehen. Jetzt sind wir natürlich immer noch im Hotel, weil morgen findet hier der Kampf statt. Wir haben jetzt Staredown, Showwaage und ja, man merkt man schon mal, wir sehen gleich den Cage. Es geht bald los, noch einmal schlafen und dann au. Sein Gegner, er repräsentiert das Team MMA Spirit. Aus Frankfurt, Fabio Schäfer! So, Fabio, gerade Staredown mit deinem Gegner. Was hältst du vom Auftreten? Ja, wir hätten fast rumgeleckt. Also zumindest ich mit ihm fast. Aber ja, so macht's Spaß. Ja. Worte vom Kampf. Das, was man wahrscheinlich immer von mir hören will, Hype, Bock, Angriff. Sagst du, bist du mit Fabio zufrieden? Er hat sich natürlich sehr gut gemacht. Ich bin absolut zufrieden mit ihm. Aber ich will erst was sagen, wenn der Kampf vorbei ist. Guckt, dass ihr stabil seid. Wenn ihr merkt, ihr wackelt noch, justiert nach. Ihr habt jetzt noch 6 Wiederholungen dafür. So, ihr seid jetzt im letzten Warm-up vom Kampf. Kannst du mal ein bisschen erklären, worum es da geht, was so der Fokus ist? Also zum einen wollen wir den Körper noch ein bisschen bewegen. Meine Aufgabe ist es immer vor dem Pratzentraining, vor dem spezifischen Bodentraining nochmal den Körper richtig zu aktivieren. Das heißt Programm hochfahren, dass jeder Muskel weiß, dass er jetzt mitarbeiten muss. Und dann geht es einfach darum, nochmal ein bisschen zu bewegen, die Bewegungsabläufe durchzugehen. Das, was eben in den letzten Wochen immer weiter verbessert wurde, heute nochmal jetzt ganz schnell, praktisch so ein schneller Upload. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Ich habe euch versprochen, wie immer mit meinen Videos. Ich verstehe mich nicht. Es ist immer authentisch, was ihr hier auf diesem Kanal seht. Und heute ist gerade. Ich kann mich an keinen schlimmeren Tag als heute erinnern. Wie ich mich fühle, wie ich mich gerade innerlich beschimpfe. Es ist gerade hart, richtig hart. Und ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich muss jetzt gerade, ich will kurz mal duschen und kurz mal runterkommen und. Ja. So, wir haben jetzt ein paar Stunden später und für mich geht es gleich um 18 Uhr raus in die Halle vor alle Leute und dann werde ich sagen, warum ich heute nicht kämpfen werde. Ich mache kurz die Kurzfassung für euch. Ich bin heute Nacht aufgewacht und ich habe mich die ganze Zeit Vorbereitung gut gefühlt. Klar, mal irgendwo hier und da Selbstzweifel ist ja normal. Aber heute Nacht bin ich aufgewacht und hatte auf einmal Panik. Und die habe ich heute nicht mehr in den Griff bekommen. Weshalb ich mich dann leider dazu entschieden habe, den Kampf abzusagen. Aber mir ist wichtig, dass ich eben dazu stehe und nicht irgendwie sage, ich bin krank. Corona verletzt, was auch immer, sondern das ist, wie es ist. Und das werde ich gleich den Leuten, die alle wegen mir gekommen sind oder ein großer Teil gekommen ist, persönlich zu Beginn der Veranstaltung sagen. Es ist völlig surreal gerade und die Situation wünsche ich wirklich niemandem. Das ist gerade absoluter Albtraum. Aber muss ich irgendwie durch. Warum heute kein Kampf? Ja, ich will es kurz und knapp machen. Ich habe mich vorbereitet, genau wie mein Gegner, viel Zeit und Energie reingesteckt, habe mich gut gefühlt und heute Nacht aufgewacht, Panik gehabt, habe versucht, das in den Griff zu bekommen, wollte nicht irgendeine Ausrede erfinden, dass ich mich verletzt habe, Corona oder was auch immer. Ich habe nicht die Eier, heute in diesen Cage zu steigen, keine Ahnung, warum auf einmal. Und ich möchte mich da
ganz aufrichtig bei allen Beteiligten entschuldigen. All die Leute, die hier hingekommen sind, an euch, die mir die Möglichkeit gegeben haben, an mein Gym, an meine Freunde und vor allem auch an meinen Gegner Timo Ernst, dem ich hier diesen Abend nehme, seine Vorbereitung. Ich weiß, was bedeutet, da alles reinzustecken und ja, ich muss damit leben und es fällt mir definitiv nicht leicht. Ist gerade wie ein Albtraum und das wird mich auf jeden Fall noch verfolgen. Und da auch nochmal für Leute, die jetzt zuschauen und bisher mit MMA keinen Kontakt haben, egal wie die Jungs hier rausgehen, wer gewinnt, wer verliert, habt Respekt davor. Das ist das Krasseste überhaupt. Ich weiß nicht, was nach MMA noch kommen soll. Absolut mega Respekt für die Leute von außen. Da kloppen sich ein paar Leute, aber da gehört so viel dazu. Und ich spüre es jetzt noch mal mehr, was dazu bedeutet. Dazu gehört, das zu machen. Und ja. So, positiv an diesem Abend ist schon mal, dass all meine drei Trainingskollegen Raoul, Fedor und Daniel alle gewonnen haben, ihre Kämpfe, richtig geil, konnte schön mitfiebern bei den Jungs und dann nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die gerade eben vorbeigekommen sind, nette Worte gesagt haben, die extra hingekommen sind, Fotos wollten, hat mich auf jeden Fall überwältigt. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute zu mir kommen, um mir persönlich zu sagen, ja, dass sie Respekt hatten, dass ich ehrlich war und nicht irgendeine Ausrede hatte. Ändert natürlich für mich nichts daran, dass ich gerne einen anderen Abend den Leuten gezeigt hätte und es mir immer noch leid tut, dass wen ich da alles jetzt quasi enttäuscht habe. Aber ich muss das Ganze jetzt erstmal sacken lassen. Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Vielleicht ist der ein oder andere, der bisher MMA noch nicht verfolgt hat, jetzt in den Sport reingekommen. Und auch nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank an Nils, Rasa, Mehdi, Oali, all meine Trainingspartner aus dem Spirit. Wahrscheinlich vergesse ich gerade Namen, aber einfach ganz, ganz lieben Dank ans MMA Spirit für die enorm geile Vorbereitungszeit. Ich habe mich so gut gefühlt und es war einfach nur mein Kopf, der leider jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ich habe alle Werkzeuge eigentlich in die Hand bekommen, die ich gebraucht habe für den Abend. Ja, und da auch nochmal ehrliche Entschuldigung von meiner Seite, auch wenn das die Leute im Spirit nicht hören wollen, weil sie sagen, ja, stehen hinter mir, aber einfach nochmal ganz lieben Dank für die gute Zeit. Also bis zum nächsten Video, was auch immer. Haut rein, bis dann, tschüss.